sieht die Frau dann vielleicht ganz genau, das erreicht, was sie haben will. Willst du mir die Dame nicht vorstellen? Das ist nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst, Doro. Also ich hab nicht gedacht, gut, die junge Frau hat einen großen Busen. Ich hab wirklich gedacht, heiliges Blechle. Die Kleine hat vielleicht dicke Titten. Und das nach 2 Jahren Männergruppe. Ja, ich weiß auch keine Wohnung. Naja, wenn du willst, kannst du gerne bei mir ein paar Tage unterkommen. Nee, lass mal gut sein. Ach so, du als Heteromakar hast natürlich was gegen Schwule, oder? Hab ich nicht. Hallo Mädels. Hallo. Hallo. Ich weiß nur, dass er Axel heißt und heterosexuell veranlagt ist. Ach ja? Wie tragisch. Nein, nein, du kannst doch ruhig bei mir im Bett schlafen, ist viel bequemer. Ist vielleicht eine Decke, dann schlafe ich hier auf der Couch. Ja, ich habe eine Decke, aber die ist furchtbar dünn, da wirst du frieren. In meinem Bett habe ich frisch bezogene Daunendecken. Wollig warm, richtig warm. Weil sich das Glück auf der Welt so verhält wie der Monat April. Axel? Hier ist keine Frau, ich schwör's. Sie ist nicht im Kleiderschrank. Ich will Sie sehen, lass mich an den Kleiderschrank. Doro, bitte. Lass mich an den Kleiderschrank. Man sieht doch erst nach einer Stunde was. Ja, und? Ist doch jetzt eine Stunde. Nee, noch 4 Minuten. Du bist schwanger, Doro. Von wem? Von dir, du Pappnase. Gratuliere, Axel. Es war eine wunderschöne Trauung. Axel, ich hab so geweint. Ob Doro nach der Hochzeit den Fummel noch braucht? Nur weil ich zufällig ein paar Schwule kenne, bin ich noch lange nicht selber schwul. Und warum steckte dann damals ein nackter Mann in meinem Kleiderschrank? Das habe ich dir schon 1000 Mal erklärt. Ich wollte nicht, dass du mich mit ihm im Bett erwischst. Aha. Und was bitteschön machst du mit einem Schwulen im Bett? Du warst übrigens der erste Mann, mit dem ich einen Orgasmus hatte. Ach. Ja. Sag mal, Elke, wie lange bist du in der Stadt? Du willst in meiner Wohnung mit deiner Frau schlafen. Ich meine, ich bin doch schwanger. Da kann er doch nicht fremd gehen. Wahrscheinlich heißt sie Gabi. Oder Ulrike. Norbert Brummer. Doro, was ist los? Wir waren dran. Um Gottes Willen, Doro, sag doch was. Haben die Wehen eingesetzt? Doro!